Hallo, ich zeige euch heute mal, was die Perspektive so ausmachen kann. Und dann fangen wir auch gleich mal an mit dieser Lampe. Ihr denkt euch jetzt sicherlich, wow, eine normale Lampe. Dabei, wenn man genauer hinschaut, die Perspektive wechselt, kann man erkennen, dass in der Lampe keine Lampe drin ist. Wir betrachten diesen Ball von der Seite und sehen, dass er rund ist. Und wenn man die Perspektive wechselt, ist der Ball eine Scheibe. Dieses Blatt sieht auf den ersten Blick so aus wie ein normales, unbeschriftetes Blatt, doch wenn man genauer hinschaut, erkennt man eine Schrift. Diese verschiedenen Perspektiven werden auch im Alltag deutlich, und zwar sehe ich hier zum Beispiel Hausschuhe und ihr seht diese Schuhe. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt und tschüss.